entdecken Sie mit mir eine Stadt, die voller Geheimnisse und Gegensätze ist. Außerdem ist Singapur ein Zentrum der verschiedensten Kulturen, die hier gleichberechtigt auf sehr harmonische Weise miteinander umgehen. Bleiben Sie an mir dran. Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, begebe ich mich auf den Singapore River. Den Fluss, der sich wie eine Lebensader durch die fernöstliche Metropole zieht. Wasser prägt das Leben in Singapur ohnehin. Schließlich besteht der Stadtstaat aus einer Haupt- und 60 kleineren Inseln. Entlang eines der ältesten Viertel führt mich der Fluss. Die früheren Godowns, die Lager- und Warenhäuser vom Boat Quay, sind heute Restaurants und Bars. Dahinter, nur wenige Meter entfernt, erhebt sich das Bankenviertel mit seinen Wolkenkratzern, in denen die Erfolgsgeschichte des Wirtschaftswunders Singapur geschrieben wurde. Von der kolonialen Vergangenheit zeugt das andere Ufer mit seinen schönen alten Gebäuden im viktorianischen Stil. Der starke Kontrast zwischen Moderne und Tradition, der die Millionenmetropole Singapur prägt, ist hier allgegenwärtig. Singapur ist Asien light. Die ganze ethnische Vielfalt der Region kann man hier entdecken. Jedoch ohne das Chaos anderer asiatischer Großstädte. Weder im Verkehr noch im Zusammenleben der verschiedenen Kulturen. Der chinesischen, indischen, malaiischen und arabischen. So erhebt sich mitten in Chinatown der Torturm des Sri Mariamman-Tempels, des bedeutendsten hinduistischen Heiligtums in Singapur. Bereits 1827, nur wenige Jahre nach der Gründung der Stadt, wurde er von tamilischen Einwanderern erbaut. Eine Puja, die Ehrung der Götter, sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Acht Prozent der 4,5 Millionen Einwohner von Singapur stammen vom indischen Subkontinent. Die meisten sind Tamilen aus dem Süden. Das macht neugierig auf mehr. Gemeinsam mit meiner Frau Gabi erkunde ich Little India, das alte indische Viertel. Hier braucht man nur Augen, Ohren und vor allem die Nase offen zu halten. Ich rieche es schon. Hier ist ein über 100 Jahre alter Gewürzladen. Wow. Hallo. Du lieber Gott. Und das ist Fenchel. And that is... That's the word. It's Kumin. Kumin. Yeah. Please, give me a little... Packet. Yes. Unzählige Gewürze und alle anderen Zutaten der indischen Küche findet man hier. Ein Paradies für einen passionierten Koch wie mich. Was du damit alles machen kannst. Ja, ich kann versuchen, indische Gerichte nachzukochen. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Es ist so, als ob man in eine andere Welt eintaucht. In den Straßen von Little India reiht sich ein kleiner Laden an den anderen. Blumengirlanden, Obst und Gemüse, Gold und natürlich auch Saris, das traditionelle Gewand der indischen Frauen. Bis spät in den Abend kann man hier einkaufen. Ein einmaliges Erlebnis. Singapurianer lieben gutes Essen. Und wer die ganze Vielfalt der verschiedenen Küchen auf einmal kennenlernen möchte, ist im Lau Pasat, einer alten Markthalle mitten im Bankenviertel von Singapur, genau richtig. Gegen 12 Uhr ist hier die Hölle los. Mittagspause. Ein leerer Tisch, den reserviert man mit einem Päckchen Taschentücher. Und jetzt kann man sich in Ruhe was zu essen holen. Komm. Essen zu finden ist hier weniger das Problem. Eher die Entscheidung zu fällen, was. Über 120 verschiedene Stände gibt es hier unter einem Dach. Chinesisch, koreanisch, indisch, indonesisch, arabisch und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Vielfalt.
Und für 5 bis 6 Singapur-Dollar, das sind knapp 3 Euro, kann man sich hier problemlos satt essen. Thank you. Tja, hä? Sieht nicht nur lecker aus, ich glaube, es schmeckt auch lecker. Es gibt Char Kway Teow, ein kantonesisches Gericht. Ah, mein Taschentuch ist noch da, aber wir haben einen Gast. Hallo. Eines der Lieblingsessen der Singapurianer. Mit Nudeln, Austern, Ei und Schweinefleisch. Ich bin gespannt. Ich habe das bei einer Frau auf dem Teller gesehen. Und dann habe ich mir in mühevoller Kleinarbeit erklären lassen, was das ist. Verstehe. Super. Ja, super. Ein Waran auf der Suche nach Nahrung im Unterholz. Auch das ist Singapur. Denn neben Sao Paulo ist Singapur die einzige Stadt auf der Welt, in der es noch ein Gebiet ursprünglichen Regenwaldes gibt. Wahnsinnig schön ist es hier im Bukit Timah Naturreservat. In dem tropischen Klima so nahe dem Äquator wächst und gedeiht einfach alles. Tigerbartlilie wird diese Pflanze genannt. Sie ist ungewöhnlich wie so vieles hier. Aus wie eine Kokosnuss, ist aber ein Ameisennest. Besser nicht anfassen. Und da oben am Baum ein Kolugo. Malaiengleitflieger wird das Tier auch genannt, weil es mit seiner Flughaut von Baum zu Baum segeln kann. Jetzt macht es große Augen, weil wir es in seiner Tagruhe gestört haben. Nur nachts ist der Kolugo aktiv. Nicht weit entfernt im Dschungelpark MacRitchie kann man sich in die Baumwipfel der Urwaldriesen begeben. In 25 Metern Höhe führt eine Hängebrücke in den Regenwald. Ist schon klasse hier, so einfach über den Regenwald zu laufen. Und unten kraucht und wimmelt es. So muss es hier früher überall ausgesehen haben, als noch die ganze Insel von Urwald bedeckt war. Für Vogelfans gibt es in Asien keinen besseren Ort als den Jurong Bird Park. Über 9000 Vögel leben hier. Besonders anschmiegsam sind die Loris. Hallo, hallo, hallo. Was trinken die denn so gerne hier? Von diesem Gemisch aus Gemüse, Saft, Zucker und Brot können die kleinen Papageien gar nicht genug kriegen. Nichts ist vor ihnen sicher. Ich kann nicht mehr fotografieren. In riesigen Volieren leben die Tiere. Die größte ist 40 Meter hoch und hat eine Fläche von 2 Hektar. Um den Vögeln einen möglichst natürlichen Lebensraum zu schaffen, hat man in ihr sogar einen künstlichen Wasserfall gebaut. 30 Meter stürzt das Wasser tief. 8300 Liter pro Minute. Man kommt sich vor wie im echten Dschungel. Blaue Stunde am Singapur River. Es gibt wohl keinen romantischeren Ort, um abends zu dinieren. Frische Meeresfrüchte sind ein Muss. Chili Crab ist eines der berühmtesten Gerichte, sozusagen das inoffizielle Nationalgericht von Singapur. Saftiger Krebs in einer Tomatensauce mit frischen Chilis, Eiern und Frühlingszwiebeln. Nicht einfach zu knacken, aber es lohnt sich. Sehr lecker. Um den Abend perfekt zu machen, noch ein Singapur-Sling in schwindelerregenden 226 Metern Höhe. Mit einem grandiosen Blick auf die Millionenstadt. Mit der Seilbahn machen wir uns auf den Weg nach Sentosa Island, der Naherholungsoase von Singapur. Sentosa bedeutet auf Malaiisch Ruhe und Frieden. Etwas ironisch ist das schon.
diente die kleine vorgelagerte Insel doch jahrzehntelang als Militärstützpunkt. Durch den Einsatz vieler Millionen Singapur-Dollar ist die Insel heute ein Ferienparadies, das gleichermaßen von Einheimischen wie auch Touristen genutzt wird. Die tropischen Bilderbuchlandschaften sind zwar allesamt künstlich angelegt, aber wen stört das schon? Hauptsache schön. Ein bisschen komme ich mir hier wie in Disneyland vor. Die ganze Insel ist ein einziger Freizeitpark. Ich weiß gar nicht, wann ich so etwas zuletzt gemacht habe, aber es macht einen heiden Spaß. Und dann tauchen wir ab in die Tiefen des Meeres. 83 Meter windet sich der gläserne Tunnel durch das riesige Meerwasser-Aquarium. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich sehe sowas hier zum ersten Mal. Gabi, Gabi, Gabi. Der lacht, ne? Das finde ich so unglaublich. Das sieht ja irre aus. Über 2500 verschiedenste Fische tummeln sich hier in dem gigantischen Becken. Beeindruckend. Die seltsamsten Meereskreaturen kann man hier von nahem betrachten. Wie die kleinen Seedrachen. Medusen. Anemonen und Einhornfische. Und mit den Rochen kann man sogar auf Tuchfühlung gehen. Das ist ja lustig. Wenn man die füttert, weiß man nicht genau, was einen erwartet. Das ist, als ob du die Hand in einen Staubsauger steckst. Aber der lebt. Aber ist total ungefährlich. Und ein paar von denen haben offenbar großen Hunger. Ganz dünner, langer Schwanz. Guck mal. So, jetzt gibt es eine Fußmassage, in dem kleine Fische an uns rumnagen. Hoffentlich sind das keine Piranhas. Ach du lieber Gott. Massage? Folter würde ich das eher nennen. Du lieber Gott. Oh Gott. Sonne, guck dir mal diese Schwärme bei mir an. Gleich ein paar hundert der kleinen Fische hängen mir an den Füßen. Und wie lange muss ich das aushalten? Bei mir gibt's viel zu nagen. Ich glaube, das sind doch Piranhas. Guck dir das mal an, gleich sind nur noch die Knochen übrig. Diese afrikanischen Fische knabbern die abgestorbenen Hautzellen ab. Deshalb werden sie in ihrer Heimat auch Doktorfische genannt. Danach hat man Füße wie ein Baby. Ich muss schon sagen, das ist so ziemlich das Skurrilste, was ich jemals erlebt habe. Aber es hat sich irgendwie normalisiert. Entweder haben sie schon die Masse weggefressen oder ich habe mich einfach dran gewöhnt. Also ich habe immer noch den Nerv. Davon kann man ja bis in die Ewigkeit erzählen. Das wird man ja nie vergessen. Hoch hinauf geht es mit dem Sky Tower. 110 Meter schraubt sich die Plattform in die Luft. Von hier oben hat man einen super Blick über Sentosa und Singapur. Auffällig sind die vielen riesigen Baustellen. Kontinuierlich wird Singapur künstlich vergrößert. Wir stehen hier an der Beach Road. Und vor 30 Jahren hätte ich hier noch nasse Füße gehabt. Denn hier war der Strand. Aber damals hat Singapur angefangen, dem Meer Land abzugewinnen. Inzwischen sind 10% des Territoriums von Singapur künstliches, aufgeschüttetes Land. Stadtrundfahrt mit einem Amphibienfahrzeug. Erstmals kamen diese ungewöhnlichen Vehikel im Vietnamkrieg zum Einsatz. In Singapur kann man mit ihnen auf Entdeckungstour gehen. Zu Lande und zu Wasser. Und auch hier sieht man, die Skyline der Stadt verändert sich kontinuierlich.
Baukräne, soweit das Auge reicht. Marina Bay Sands heißt das neueste Megaprojekt. Hier wird bald Singapurs erstes Casino in den Himmel ragen. Höher, schneller, besser. Die Singapurianer lieben Rekorde und ehrgeizig setzen sie sie um. So gibt es hier seit neuestem das größte Riesenrad der Welt. 165 Meter ist es hoch. 37 Minuten dauert eine Runde. Und auch mit der zukünftigen Formel-1-Rennstrecke hat man sich vorgenommen, neue Maßstäbe zu setzen. Ab 28. September 2008 wird also auch Singapur sein eigenes Formel-1-Rennen haben. Und da der Stadt der Platz für eine eigene Rennstrecke fehlt, wird das Rennen durch die Stadt gehen, wie in Monaco. Der Unterschied, das Rennen findet in der Nacht statt. Für das erste Nachtrennen der Formel-1-Geschichte muss der gesamte Parcours beleuchtet werden. Der Kurs führt direkt durch die Stadt. Für Sightseeing werden die Fahrer wohl keine Zeit haben, wenn sie mit bis zu 300 Stundenkilometern über die 5 Kilometer lange Strecke rasen. Ganz Singapur ist schon im Formel-1-Fieber. Groß und klein. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich bei Thomas Chai, einem der Starköche von Singapur, in die Kochtöpfe schauen darf. Es gibt Steak, aber kein x-beliebiges. Das ist ein Stück Rindfleisch, ein ganz besonderes. Das kommt aus Australien, heißt Wagyu. Und die Rinder wachsen ähnlich, sagen wir mal, lebensvorauf wie die Kobe-Rinder in Japan. Diese hier in Australien sollen mit Bier gefüttert werden, Musik hören und massiert werden. Also sie sollen ein schönes Leben gehabt haben. My Humble House. Mein bescheidenes Haus nennt sich das Restaurant, in dem er seine Fusion-Küche kreiert. Die ist jedoch alles andere als bescheiden und so begehrt, dass selbst die nationale Fluggesellschaft Singapore Airlines seine Rezepte über den Wolken serviert. Schade um meine Küche, das mache ich zu Hause gleich nach. Wow! Der kann aber auch zaubern. Das Steak bekommt jetzt noch ein asiatisches Bett aus scharfen Chili, Avocado und Tomaten. Mmh. Ich kann es kaum erwarten, da reinzubeißen. Und dann ist es soweit. Ich bin wirklich sehr gespannt. So ein leckeres Stück Fleisch habe ich noch nie gegessen. Ich schwöre es. Umwerfend. Tja. Und zu guter Letzt gönnen wir uns noch einen entspannten Abend am Strand von Sentosa. Hier in den Beachbars trifft sich die Szene auf einen Sundowner. Auch wir genießen den Singapur-Sling. Die Reise ist ja fast schon vorbei. Wie immer ging es viel zu schnell. Ich hätte nichts dagegen, noch ein paar Tage hier zu bleiben. Tja, leider sind wir hier schon am Ende unserer Reise durch die faszinierende Metropole Singapur. Aber vielleicht habe ich Sie ja dazu anregen können, einmal hierher zu fliegen. Dann wäre es ein Anfang.